nicht gesehen im Naturkundehaus. Was macht der hier? Oh, der ist neu. Interessant. Hallo, hallo, ich bin Nao. Hallo, ich bin Emma. Was machst du? Wer bist du? Wofür ist das ganze Zeug? Hey, zwei. Ich bin Philipp. Würdet ihr mich jetzt dann bitte durchlassen? Kann ich mal sehen? Was machst du damit? Darf ich mit? Ich störe auch nicht. Ja, dann aber schnell. Die Tiere haben schon Hunger. Wie aufregend. Cool. Sind wir bald da? So, ihr beiden. Hier sind wir jetzt bei unseren Boa Constrictor oder Abgottschlangen. Das sind Würgeschlangen aus Mittel- und Südamerika. Ein relativ großes Verbreitungsgebiet mit verschiedenen Zeichnungsformen. Deswegen sehen die beide jetzt auch unterschiedlich aus. Es sind Würgeschlangen. Das heißt, sie haben keine Giftzähne. Sind auch nicht gefährlich. Die Zähne würde man trotzdem merken. Das heißt, man soll es jetzt auch nicht herausfordern. Unsere beiden hier sind sehr nett. Und Würgeschlangen ist auch ein bisschen ein irreführender Begriff. Weil an sich umschlingen die ihre Beute. Und jedes Mal, wenn die Beute ausatmet, wickeln sie sich ein Stückchen enger. Das führt aber eher zu einem Kreislauftod, als dazu, dass sie wirklich erwürgt werden würde, die Beute. Und wenn die Schlange jetzt züngelt, was sie gerade auch macht, wenn ihr das seht, die Zunge ist gespalten. Und das ist so, weil die Schlange sehr gut riechen kann und die fängt mit der feuchten Zunge die Geruchsstoffe aus der Luft ab, streift die am Gaumendach ab und dadurch, dass sie zwei Zungenspitzen, kann sie quasi die Richtung eines Geruchs feststellen. Wenn ihr euch jetzt die Unterseite der Schlange mal genauer anschaut, dann seht ihr, dass die unten auf der gesamten Körperbreite Schuppen hat. Durch das Aufstellen derer bewegt sie sich fort oder klettert auch sehr gut im Falle von dem Boa Constrictor. Aber guck an. Eine Schlange nutzt beim Vorwärtsschlängeln die Reibung mit dem Boden. Und weil die Bauchschuppen wie so Dachziegel übereinander liegen, würden sie sich beim Nachhintenbewegen aufrichten. Das verhindert das Zurückrutschen. Weißt du, dass Skifahrer diese Technik auch benutzen? Die Unterseite vom Ski hilft ihnen nämlich, am Berg nicht nach hinten, also nach unten, zu schlittern. In die andere Richtung geht's dafür voll gut und der Skifahrer kann mit vollem Schwung nach vorne gleiten. Wäre doch auch was für diese Füße, oder? Hey Mann, schubst mich nicht. Gar nicht. Mein Akku muss dringend aufgeladen werden. Wir haben jetzt hier die Fauchschaben aus Madagaskar. Die werden bis zu 25 Gramm schwer und bis zu 3 Jahre alt. Was ein stolzes Alter ist für Insekten. Und man kann die Geschlechter sehr gut auseinanderhalten. Hier habe ich jetzt ein Männchen. Die sind relativ leicht zu erkennen. Zum einen sind die Fühler ganz fein gefiedert oder behaart. Aus der Entfernung wirkt es einfach dicker als beim Weibchen. Wenn man sich es genau anschaut, sieht man eben die Haare da verlaufen. Und zum anderen haben sie oben auf ihrem Panzer, auf ihrem Chitinpanzer, zwei kleine Hörnchen. Sind auch relativ groß. Wenn man sich jetzt hier ein Weibchen im Vergleich anschaut, sind auch sehr groß, haben allerdings nicht die Hörner. Und die Fühler sind wesentlich dünner vom Aussehen her. Zischen können beide Geschlechter. Ganz klassisch das Verteidigungszischen, wenn die Tiere eingeklemmt werden. Dann drücken sie Luft zwischen ihren Platten hindurch, das erzeugt dieses Geräusch. Wird aber auch zum Beispiel beim Paarungsverhalten eingesetzt oder auch bei Revierkämpfen der Männchen. Wenn man jetzt die Tiere vom Vergleich von der Größe sieht, die Weibchen sind ein Stückchen größer. Die produzieren die Eier bzw. bringen lebende Jungtiere dann zur Welt. Und dadurch brauchen sie einfach mehr Körpermasse, um die Eier ansetzen zu können. Bei Insekten ganz häufig, dass die Weibchen größer sind als die Männchen. Mann, die zischen ja voll giftig.
aber die sind auch so flink und entwischen blitzschnell durch kleinste Schlitze. Das Coole ist, dass sie sich dafür auf ein Viertel ihrer Größe zusammenpressen können. Und der Körper hält sogar ein viel, viel, vielfaches von seinem Gewicht aus. Schau, das Außenskelett besteht aus übereinander geschobenen Platten mit elastischen Membranen. Das macht die Tiere widerstandsfähig und beweglich zugleich. Eine solche Hülle können wir gut für Maschinen bei Rettungseinsätzen brauchen. Du bist doof. Du auch. Selber doof. Petze. Selber Petze. Sag mal, Schluss da unten. Seid ihr eigentlich immer so nervig? So, jetzt sind wir bei unserem Schrank der Schrecken angekommen. Zwei Vertreter davon sieht man jetzt bei mir im Gesicht. Ich habe in der Praxis erfahren, dass Heuschrecken sehr gut auf Masken haften. Eine südamerikanische Riesenheuschrecke, hier das Weibchen auf der Seite, hier das Männchen, das Weibchen wieder ein bisschen größer. Und als anderen Vertreter nochmal diese beiden Dornschrecken hier. Bei denen ist es so, im Unterschied zu den Riesenheuschrecken in meinem Gesicht, die mit den Beinen springen, nutzen diese hier die Beine zur Verteidigung. Das heißt, bei Gefahr richten sie ihren Hinterleib skorpionsähnlich auf, strecken die Beine aus und schlagen damit zu. Durch die Bedornung tut es dann auch ganz schön weh und reicht, um kleinere Angreifer abzuwehren. In Neuguinea, wo diese Art herkommt, werden die Hinterbeine aufgrund der Dornen sogar als Angelhaken verwendet. Die Heuschrecke hat in ihren Sprunggelenken ein Eiweiß sitzen mit dem Namen Reselin. Das ist ultraelastisch und setzt die Energie vom Sprung komplett wieder in den nächsten Sprung um. Mit so einem ähnlichen Eiweiß, nämlich Elastin, basteln die Forscher an neuen Materialien, die man zum Beispiel gut für bessere Turnschuhe nutzen kann.